Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von Factorio. Ja, wir haben letztes Mal hier so ein bisschen rumgeguckt, wo es dran fehlt oder auch nicht fehlt. Dann haben wir festgestellt, dass auch irgendwo sich was im Kreis bewegt und auch die roten Flaschen und so irgendwann mal irgendwo ankommen sollten. Das haben wir gemerkt. Na, vorbei da. So, nur hier fehlen gerade die grünen Flaschen. Und bei dem anderen auch. So, wir hatten aber geschaut. Da war nichts drin. Da auch nicht. Da auch nicht. Und in der letzten Kiste ist auch nichts drin. Okay. Ja, rote sind hier unterwegs, ein paar, wie man sieht. Oh, hier ist was, irgendwas faul, auf Deutsch gesagt. So, da ist das Band falsch rumlaufen. Jetzt ist richtig, jetzt geht's wohl wieder. Ah, guck mal, da sind sogar ein paar Grüne aufs Band gekommen. Da ist die Frage, wie weit kommen wir hier weiter, ne? Da wird runtergenommen und es läuft aber auch wieder. Das eine Band ist relativ flott unterwegs. Stellt sich die Frage, wo der Rest bleibt hier, wo der hergeht. Warte mal, das ist das äußere Band. Wird abgenommen, davon kommt das mehr auch nicht. Okay, ist halt so. Was wird hier gemacht? Da fehlt es an Kupferplatten, dass es vorangeht. Naja, okay, lassen wir so. Passiert jetzt auch nicht so viel. Da hinten wird abgenommen und zwar was? Kohle. Ein Ofen läuft da, ne? Und der Rest kann ich abnehmen oder was? Deswegen geht das nicht. Naja. Irgendwie läuft es nicht so richtig rund. Acht Bänder habe ich mehr nicht. Tja. Drei da noch. Da sind keine Bänder drin. Hier noch was? Nein. Da auch nicht. Gut. Wo wurden sie produziert? Ja, hier werden gerade grüne Tränke gemacht, ne? Ja. Zahnräder gibt es auch. Die werden da auch gebraucht. Da fehlen Elektroteile. Die müssten dahin. Dann werden Roboter gemacht. Da sind schon 21 Stück. Und die fehlen wiederum da. Dann gehen wieder Getränke. Und die können wir wieder da reinstecken und schauen. Schwuppsdiwupps. Wird produziert. Bänder geholt. Was fehlt hier? Eisenplatten. Und Zahnräder. Oh, auch noch drei. Obwohl die hier abgenommen werden könnten, ne? Schon komisch. Noch ein Roboter. Machen wir da hochlaufen. Ja, da können wir den einen noch da reinsetzen. Und die acht Bänder auch noch bei, dann passt's ja wohl.
Und dann nehmen wir die 5 da raus. Und das war verkehrte Taste. So, jetzt haben wir da 5. Gut, okay, das bauen wir alles weiter. Aber irgendwie ist es hier nicht so dolle, ne? Wo finde ich Zahnräder? Gibt es hier Zahnräder? Da nicht. Doch, da waren welche. Hier sind sie. Und dort sind keine. Neunzehn Stück. Jetzt gibt's wieder Förderbänder. Ja, läuft. 4, 3, 2, 1, go. Das waren Förderbänder. Da nicht. Die dahin. Gleich müsste es auch fertig sein dann. Kann nicht mehr lange dauern. Ja. So geht's, hm? Und da ist der Motor fertig. Jetzt bauen wir das Auto noch, ne? Das wird benötigt. Motor haben wir, das haben wir. Wir brauchen nur bauen, oder? So, wir haben noch was auf Lager. So, aber laufen tut's irgendwie nicht. So, jetzt läuft's wieder rum. Und ich auch richtig. Sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ja, da bleibt der Schrott hier in der Ecke hängen, ne? Ah, so ein Shit aber auch. Oder klappt es jetzt? Ich weiß es nicht. Oh. Staut sich da, passiert nichts. Gut, legen wir erstmal weg. Gucken wir mal rein, das Auto braucht das. Zeit. Zwei Wissenschaft, einmal grün. Wir haben noch einen roten, den können wir da mitgeben. Ja. Mir eine neue Schleife gebaut, bringt uns aber irgendwie nicht so viel. Ah, da wird sogar was abgenommen. Ja, müssen wir erst wieder bauen, ne? Aber ja, hier geht's nicht weiter, weil da nichts aufgepackt werden kann.
Na, oh, guck mal, da sind noch 10 Stück drin. Die nehmen wir erstmal raus. Können wir da reinpacken, dann geht's da auch voran. Okay. Irgendwie. Was soll man sagen? Es ist schwierig hier was zu sehen, zu machen. Ne, umgekehrt müssen sie, ne? Komm nochmal weg. Dann nochmal dahin. So, dann wird vom Band abgenommen. Weiß noch nicht, ob es besser wird. Jetzt bräuchte man mehr Roboter. Der ist befeuert. Ist auch nicht so der Bringer, ne? Ja, die Produktion des Autos läuft, so ist nicht, aber es könnte alles ein bisschen schneller laufen, oder? Legen die anderen Roboter denn hier auch ab, oder klappt das irgendwie nicht? Ah doch, ab und zu geht's mal, ne? Ja, irgendwie klappt's wohl. Vom rechten Band wird da aufs linke gelegt, also das funktioniert. Das war ja die Idee dahinter, ne? Hier hinten passt irgendwas nicht. Hab ich aber auch nicht verstanden, wie ich das wegkriege. Gegenstand auf dem Boden. Name ist Kupferplatte. Aber wie kann ich das wegkriegen? Das ist die Frage. Das staut sich ja hier dadurch, ne? Aha. Jetzt läuft's weiter. Ja, vielleicht ist jetzt richtig. Da laufen Roboterarme durch die Gegend. Hier sehe ich jetzt nicht, dass da was durchfließt weiter. Die Bauteile finden auch keinen Platz. Auch nicht die grünen Tränke. Da fehlt es an Roboterarmen. Frage, wann die nächsten da vorbeikommen. Wahrscheinlich irgendwann, aber nicht in kurzer Zeit. Ich sehe jetzt auch gerade nicht. Da sind keine. Hier sind welche, ne? Wir sind alle im Stau. Ja, schwierig. Ja, da tut sich überall nichts. Tja. Ich glaube, die Montagemaschinen müsste man auf beiden Seiten bauen. Dann hätte man vielleicht eine Möglichkeit, dass das klappt irgendwie. Jetzt ist ein anderer Ofen hier dran. Der untere, der da läuft. Da
lauter Kupferplatten jetzt drauf, ja. Ach, guck mal, da werden auch Roboter eigentlich, grüne Tränke gemacht. Und da wird Eisen gemacht zu Zahnrädern. Ja, gut, okay, wissen wir. Aber ich würde jetzt mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.